Alright guys, wir sind wieder back und heute, meine lieben Freunde, schauen wir uns die Season 4 Charakter an. Und wie ich finde, sind die, glaube ich, schon sehr gut. Ich habe ein bisschen von den Kids gesehen, aber natürlich nicht alles, denn ich habe euch nicht spoilern lassen. Ich habe die nur manchmal gegen die in PvP gespielt, in JP, aber ich habe nicht wirklich krass viel im Kopf von denen. Ich weiß nur, dass sie sehr, 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 sehr viel debuffen. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mit Noelle an. Und ich werde am Ende auch meine Meinung sagen, ob man für die pullen sollte. Weil bedenkt auch, Black Aster kommt in ein paar Wochen. Ja, die kommt in 4 Tagen und Black Aster kommt in 10 Tagen. Also, ihr müsst euch entscheiden, auf was ihr summonen sollt. Deswegen ist so ein Video wahrscheinlich sehr, sehr wichtig für manche zu entscheiden, auf welchen Banner sie pullen. Weil Free-to-Play hat man natürlich nicht viele Möglichkeiten überall zu sammeln. Verstehe ich vollkommen. Ich werde mir hier alles anschauen. Ich werde mir später auch Black Aster anschauen in ein paar Tagen. Und also halt, wenn so die Zeit reif ist, wenn er droppen wird. Und dann entscheiden, auf wen man pullen soll. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Alright, das ist Skill 1. Schon 2 Debuffs. Sieht nicht schlecht aus. Inflicts Extend Debuff Duration by 1 Turn for an Enemy. Also, what? Okay, das ist schon crazy. Ihr kennt doch von Lotus die zweite Attacke. Er hat genau den gleichen Effekt. Das ist, yo. Zweiter Skill von Lotus. Er hatte genau den gleichen Effekt. Inflicts SP minus 1 on an enemy. Okay, das, also Skill 1 ist actually sehr gut. Single Target. Ich habe auch nichts anderes erwartet von so einer, ja, sehr guten Skill 1 Effekte. Sieht auf jeden Fall sehr strong aus, würde ich sagen. Also SP minus 1 ist super Punkte, also die SP-Punkte. Diese Ultimate-Punkte, man kann ja ungefähr 8 haben. Also minus 1 ist schon, ja, wie ihr schon seht, mit den ganzen, die haben hier nur Debuffer zum Beispiel. Noelle, die ist natürlich ein Debuffer, aber ich glaube, Charmy hat auch fast nur Debuffs, aber ja, wir kommen gleich zu der. Wir schauen uns sie dann mal an. Inflicts, also zweiter Skill, Inflicts Magic ATK Reduction Level 3 on an enemy for 2 turns. First get a magic reduced by um die Hälfte. Und Magic Damage Reduced. Leider nicht alle Damage. Das heißt, Yami. Okay, Ding spielt zwar niemand. Jack the Ripper spielt zwar niemand, aber so Yami und alles. Alle, die so. Black Aster wird die auch nicht debuffen können. Der wird ja auch nur auf ATK gehen. Das heißt, gegen Julius ist die gut, gegen Noelle ist die gut. Strong, also wirklich, for real strong. Das war es auch noch nicht mit den Debuffs. Sie hat noch Taunt für 2 Turns, was sehr gut ist. Hoffentlich kann sie tanken. Inflicts SP minus 1 on all enemies. Alright, also dieses SP minus 1 ist schon strong. Kann man schon machen. Taunt ist interessant. Kommt mal drauf an, ob die tanken kann oder nicht. Das wird sich zeigen. Inflicts Magic, das ist stark. Also schon stark. Wäre natürlich heftig, wenn die. Ah, es ist Single Target Damage. Für 2 Turns aber. Okay. Ich verstehe schon, wie die so versuchen zu regulieren. Dass es nicht zu OP wird. Es ist stark, aber man kann drum rumkämpfen. Das möchte ich so sagen. Es ist aber schon strong. Also um die Hälfte von Magic Damage. Sagen wir mal, Noelle, ihre Barriere macht 50.000, dann macht die nur 25.000, wenn die diesen Debuff hat. Stark. Gut, die Ultimate Trickwater inflicts SP minus 3 on an enemy. Okay, das ist die Ultimate. Single, alles Single Attacks minus 3. Alright. Keine, das finde ich schon mal gut. Keine Chance Restriction. Nichts ist hier irgendwie 50% Chance im bla bla bla. Hier ist alles direkt. Also alle Debuffs sind 100%. Gefällt mir sehr, sehr gut. Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Removes all buffs from an enemy. Das ist auch strong. Das ist sehr, sehr strong. Inflicts, also der macht den komplett unspielbar. Inflicts Weapon Disarm Level 3 on an enemy for 2 turns. Damage is reduced by 43%. Und ich glaube, Damage ist alles allgemein. Sonst würde ATK stehen, wenn ich mich nicht recht erinnere. Damage heißt alles. Also sein Damage Output. Sonst würde hier wahrscheinlich ATK stehen. Also die
nimmt sie komplett. Also, die nimmt einen Charakter komplett hops. Also, der kann nichts machen. Minus 3 SP. Remove Buff. Inflicts Weapon Disarm. Level 3 für 2 Turns auch noch. Ja, also ich verstehe. Okay. Ich verstehe schon. Und dann hat die noch Barrier Removal on Combined Attack. Ja. Das ist stark. Ich verstehe auf jeden Fall ihr Placing. S und S Plus. Also, das, wow. Holy Macaroni. Boah. Ich muss das mal. Also, das. Ja. Extrem guter Debuffer. Holy shit. LA plus 2. LA plus 2? Achso. Ah, okay, das ist gut, dass die jetzt. Okay, bei der Seite, gut, dass die das jetzt machen. Das ist, wenn man zwei Dupes hat. At the start of wave inflicts 30% increased damage taken Debuff on all enemies. All enemies. What? All. Okay, stark. Wenn man zwei Dupes hat, bekommen alle 30% mehr Schaden. Nicht schlecht. Ja, increased damage taken, ja. At the start of wave, wenn man 5 dupes hat, at the start of wave, inflicts a 30% increased damage debuff on all enemies when attacked, removes continuous HP recovery buff from all enemies. Oh, okay, das ist gut gegen zum Beispiel Season 2 Charmy. Denn die macht das. Oder gegen, oh, wie hieß sie nochmal, Kahono. Ich glaube, die hat auch Continuous HP Recovery. Gut, dann nullifiert das auch. Ich finde, das ist nicht krass gut. Das heißt, das reicht die eigentlich, die auf LA2 zu machen, ne? Also man muss, also man kann natürlich, ja, dann hat die noch Stat Buff und so. Aber schon auf 2 gefällt die mir schon extrem gut. Nur 2, was heißt nur? Also 2 schon investiert zu haben, was. Also da ist sie schon sehr strong mit 30% increased damage taken. Strong. Dann, wenn die LA wird, at a start of the battle inflicts 40% reduced damage dealt. The debuff on attacker class enemies for one turn. At the start of the battle inflicts 30% reduced damage dealt. Alright, wow. Das hat den letzten Schuss versetzt. Der, also ein Attacker, ein Random Attacker würde ich jetzt mal behaupten. On Attacker Class Enemies. Oh, oder alle Attacker. Okay, nee, ich laber. Ich glaube, es sind alle Attacker. Alle Attacker für einen Turn 40% Reduced Damage dealt. Also, was soll ich sagen? Ich glaube, ihr merkt selber. Also, crazy. Junge, ja, Alter, Waifu. Junge. Das strong. Holy moly. Wow. Extrem guter Debuffer. Ich kann mich da wahrscheinlich nur anschließen, wo ich jetzt. Also die S und S Plus kann ich mir wahrscheinlich anschließen, wo ich mir das angesehen habe. Also auf in PvP auf jeden Fall S Plus. Gut. Charmy Attacker. Rot. Ist ein Attacker. Bisschen weird, aber ja. Okay. Ah, okay. Habe ich schon gedacht. Das wusste ich zum Beispiel. Inflicts burn on an enemy, dealing continuous damage for 2 turns. Einfach ganz normal burn. Und kann man bis 3-mal stacken. Das heißt, man kann die, wenn Mirio Leona irgendwann rauskommt und dann mit Fulgole und so in ein Burn-Team reinballern, denke ich mal, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Jummy Frozen Candy Bomb dealing damage to all enemies? If an enemy is under the pumpkin pie effect, applies Halloween firecracker to them. Halloween firecracker instantly activates the pumpkin pie effect and then removes it. Ich check grad gar nichts. What the fuck? If an enemy is under the pumpkin pie effect, wie bekommt man einen Pumpkin? Applies Halloween firecracker. Pumpkin pie? Okay, wenn wahrscheinlich. Hat ist wahrscheinlich ihre Passive. Oder ihre Ultimate oder irgendwie sowas. Lassen wir es mal so stehen. Also. Der Attacke 2 ist AOE. Okay, interesting. Applies a Pumpkin Pie Effect. Okay, dachte ich mir. Okay, Ultimate macht Pumpkin Pie Effect. Instantly activates a Pumpkin Pie Effect and then removes it. Halloween Firecracker. Alright, lassen wir so stehen. Pumpkin Pie. When 5 turns pass. Was? When 5 turns pass after applying this effect, inflicts 600% of 80k in magic anti-air dealt damage and then removes it after applying it at the start of turn increased damage dealt by pumpkin pie. Oh, was bin ich lesend, Alter. Holy shit.
Was ist das für ein Effekt? When five turns. Okay, weil Runden werden keine five turns gehen. Das wahrscheinlich nicht. I don't know. When five turns pass after applying. Oh, das ist 600% schon strong of it damage dealt and then removes it. Aber five turns, so lange gehen keine Runden, glaube ich. If an enemy under this effect starts the turn, transfer the pumpkin pie effect to a random teammate on their side, inflicts continuous burn damage on the enemy to one pumpkin pie has been transferred for two turns. Okay, das ist wie heiße Kartoffel auf eigentlich übersetzt. Also der Pumpkin Pie hat, ist der Gearschte. Er bekommt Burn, er bekommt beim fünften Turn diesen 600%. Und ja, wenn Enemy. Was? Wenn Enemy das takes the turn. Okay, und dann, wenn die halt angreifen, geht er zu einem random Enemy. Ist irgendwie lustig, aber I don't know. Wenn Enemy ist an der Pumpkin Pie Effect, empfiehlt Burn. Okay, das, ist das nicht das gleiche hier? Ja. Und Combined Attack ist Dispel Barrier Removal. Also Barrier Removal. Ja, es ist irgendwie komisch. Das hier ist so komisch. Pumpkin Pie, ah ja. Ich bin gespannt. Also, Firecracker instantly activates the Pumpkin Pie. Oh! Ah! Mag. Ah, jetzt verstehe ich die. Oh. Okay. Das heißt, wenn man die Ult wirft, dann in der zweiten Turn kann man schon Pumpkin Pie aktivieren. Wenn man die nicht aktiviert mit dem zweiten Skill, dann wird die automatisch aktiviert beim fünften Turn. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Okay, jetzt ist der. Okay, jetzt verstehe ich den zweiten Skill. Interesting. I don't know. Ich muss es. Also, ich kann es nicht beurteilen. 600% hört sich krass an, aber das muss man. Das muss man in Ingame sehen, oder? Also. Ja. LA plus 2, das heißt, wenn man 2 Dupes hat, when Pumpkin Pie is removed, apply 2 Burn Stacks to all enemies for 2 turns. Okay. To all enemies, aber okay. Ist gut. Wenn man 5 Dupes hat, when Pumpkin Pie is removed, apply 2 Burn Stacks to all enemies for 2 turns. At the start of turn, apply Burn to a random enemy. Okay, ist nicht so krass. Okay, die haben beide nicht so krasse LA plus 5s. Ja. Also einmal, okay, das ist vielleicht ein Goodie, ja, kann man so mitnehmen. Aber ist das jetzt nicht game-breaking, doch 3 Dupes in sie rein zu machen? Ja. Hört sich irgendwie lustig an, aber ich kann mir das gar nicht vorstellen in-game. Ich muss das anschauen, so in-game anschauen. Okay, when HP is below 30%, grants immortality. Okay, das wusste ich zum Beispiel. Grants immortality buff for one turn, once per battle. Das hat mich immer genervt, wenn ich gegen die gekämpft habe. Und ja. Das ist interesting character. Ich muss in-game sehen, wie die abschneiden wird, aber das sieht nicht wirklich heftig aus. Und die ist bei dem Ranking auf A und S, was ganz solide ist, aber nicht crazy. Ja. Mir gefällt persönlich, weil einfach. Mir gefällt persönlich Noelle besser, weil die einfach einen Charakter komplett lahmlegen kann. Also wirklich komplett. Du bist vorbei, du kannst für ein paar Turns nichts mehr machen. Weg mit dir so mäßig. Die ist crazy. Also, Noelle ist crazy. Also, dass alle. Das ist ja immer so in Chancen restricted. Immer so verwickelt mit 50% Chance to bla bla bla. To Debuff und so. Und hier ist einfach guaranteed alles Boom. Du machst deine Attacke und weg mit dem Gegner so. Gefällt mir extrem gut. Vor allem mit 2 Dupes. Dass sie Increased Damage Taken gibt. Also, die gefällt mir extrem heftig. Die ist so ein, ja, ich glaube so ein experimenteller Charakter, würde ich sagen. Aber jetzt die Frage, lohnt die sich nur für die zusammen? Weil die kommen in den Banner. Und ich glaube nein. Es ist so, sind die besser, also ist Noelle besser als Asta? Könnte sein, in PvP wahrscheinlich schon. Aber dann ist so restricted mit Black Aster. Hast du Black Asters Karte, blablablub, so alles. Okay, apropos Karte. Ich habe mir die Karte noch nicht angeguckt.
Und wir schauen erstmal rein. Dann gibt sie mit der Karte inflicts Block HP Recovery to an enemy for 2 turns. Ja, why not, oder? Inflicts, ja. Das ist Single Target Damage, ist nicht so heftig, krass. Aber guck mal, wie viel 4 Debuffs diese gibt. Das ist einfach auch lustig anzusehen. Und sie gibt Stun. Alright. Boah, komm, jetzt, if an enemy is under the pumpkin pie effect, inflicts stun status ailment on them for 1 turn. Alright. The enemy is under pumpkin pie effect. Und der pumpkin pie switcht immer. Alright. Interesting. Das ist wirklich interesting. Ah, ne, man removed ja den pumpkin pie danach, ne, mit dem zweiten Skill. Das heißt, der geht dann weg. Oder ist es der... Ah, nee, das ist Skill 1. Okay, ah. Okay, das macht nur Skill 1. Oh, für Skill 1 ist das gar nicht mal so bad. Interesting. Aber wie gesagt, die ist jetzt nicht so mein Augenmerk. Ja, die eher so Noelle, würde ich sagen. Die sieht extrem, extrem stark aus. For real. Also Noelle gefällt mir sehr, sehr gut. Lohnt es sich für die zusammen... Möglicherweise ja. Die wird wahrscheinlich extrem, extrem gut sein in PvP und in PvE. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen, weil sie einfach Gegner lahmlegen kann, debuffen kann bis zum geht nicht mehr und die ganzen Debuffs fortführen kann mit ihrem Skill 1, was komplett insane ist. Also die kann ja, wenn die schon Debuffs haben, die nochmal einen Turn machen mit dem Skill 1. Hier steht es ja, Extend Debuff Duration. Die ist einfach, also ich glaube, die ist krass heftig. Und die gefällt mir sehr, sehr gut als Charakter. Aber wie gesagt, müsst ihr entscheiden, ob es sich lohnt für so einen Banner zusammen. Wenn ihr Black Aster unbedingt haben wollt, dann würde ich euch raten, den Banner zu skippen. Es könnte sein, dass dann ihr irgendwann noch die Möglichkeit habt, durch irgendwelche Events dann noch die Season-Charakter zu holen. Aber die Charakter sind natürlich limited. Oder vielleicht kann man die bei den Banners holen. Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber ja, Season 4 oder 5 hier halt in JP 5 in Global ist es Season 4. Ist extrem strong. Für die lohnt es sich, nicht für die Karte, ja, für Charmy lohnt es sich nicht extrem krass, aber für Noelle, ja, für Noelle auf jeden Fall. Die Karte für Noelle ist ganz solide, muss man aber nicht haben, finde ich. HP-Block ist so ein good to have, aber muss man, glaube ich, nicht haben. Kranker Charakter. Was haltet ihr von den Charaktern? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, oder war hilfreich, wenn ja, lasst gerne ein Abo und ein Like da und tschüss.